Recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge Simutrans Kooperativ, und zwar die Folge Nummer 45. Ja, der Michael hat geschrieben, ich muss mal ein paar Linien aufstocken, so ungefähr. Also ich muss das nicht, aber ich sollte das vielleicht tun, weil er das geschrieben hat. Und da sind Linienverstärkungen halt angesagt. Gut, jetzt habe ich hier Leipzig. Warum der Safe Game bei Leipzig anfängt, weiß auch keiner. Aber der Michael hat geschrieben, ich soll mal die Listenverwaltung aufmachen, da die Haltestellen, dann den Filter an. Dann müssen wir wohl auf Einstellung, dann den Spezialfilter an. Und überfüllt. Gut. Muss ich den jetzt auflassen, oder wenn ich den zumache, ist das da links anders? Ne, ist wohl passend, ne? Gut, dann wollen wir mal loslegen. Was hat der Michael geschrieben? Bezeichnung ist doof, ne? Wartend ist wahrscheinlich besser und dann aufsteigend. Und das per Filter, ist das so richtig? Ich hoffe, Hannover steht da. Ist bei Michael auch Hannover das erste? 800 nach Hannover steht da. Also mein Filter ist jetzt irgendwie verkehrt, oder wie sehe ich das? Passagiere? Spielt keine Rolle. Spezialfilter habe ich angemacht, überfüllt habe ich auch. Muss ich noch was machen? Habe ich was überlesen? Haltestelle, Filter an. Spezialfilter an. Filter an. Habe ich gemacht. Einstellungen musste ich dann, ist auch klar. Überfüllt. Habe ich auch gemacht. Ist da. So, und dann steht, müsste hier Würzburg stehen. Ja, steht hier auch Würzburg. So, und da fast 800, schreibt Michael. Ja, der hat einen anderen Spielstand wohl geladen. Mal eben fast 900. Okay, wer weiß, ist ja auch nicht so schlimm. Gut, da muss was passieren auf jeden Fall. 800 nach Hannover, Göttingen und Kassel. Also ein Zug mit 9.1 Waggon aus dem Nürnberger Depot. Dann wollen wir mal hier das Kärtchen aufmachen. Nürnberg müsste da sein, oder? Ach, da ist es schon. Ist das auch Nürnberg? Ja, ist es. Gut, da müssen wir noch einen neuen Zug machen. Die Lok raus. 1, 2, 3, 4, 5. 2, 4, 5 hat er gemacht. Ja, 6, 7, 8, 9 und 1. Und das soll auf die Linie. Hannover-Würzburg. Hannover, Würzburg. Der ist es. Und starten. Gut, der ist unterwegs. Komm, den nehmen wir mal hier auf dem Schirm mit. Schiebe ich nach da unten so ein Stück. So, dann geht's weiter. Dritter Zug ist das mittlerweile. Okay, er schreibt 3x270, sind dann 810. Alles prima. Göttingen ist auch voll, da fährt er aber, glaube ich, vorbei, ne? Genau. 810 Passagiere. Ist eine ewig lange Strecke, stimmt. Dann ist der nächste Punkt Ulm. Ist das Ulm? Ich glaube, das ist Ulm. Ja. Und Ulm braucht auch einen Zug. Fährt nur eine Linie, also bekommt Stuttgart-Landshut noch einen dritten Zug. Aha, Stuttgart, der Großteil will nach Südosten. Diese Linie hat dank Ulm gerade Verstärkung bekommen. Reutlingen hier kann der Stadtbus Verstärkung bekommen. Ach so, habe ich mich verlesen, glaube, ne? Hm. Ja. Da soll noch ein Zug hin. Das ist Stuttgarter Depot, denke ich mal. Komm, wir machen mal hier jetzt gerade zu. Das war hier irgendwo, da ist es. Eins und dann Waggons dran. So. Der Fahrplan ist dann
Oh, wo ist der? Das ist gut, ne? Stuttgart, Reutling, Ulm, Ingolstadt, Landshut. Das ist er. Und starten. Den nehmen wir auch dazu. Nächste. Reutling. Hier kann der Stadtbus verstärkt werden. Reutling ist ja nicht ganz weit weg hier unten. Da ist der, die Donau. Ich glaube, die kann ich jetzt erstmal zumachen. Die können wir immer wieder aufmachen. Dann haben wir mehr Übersicht, ne? Das kann ich, glaube ich, auch wegmachen. Und hier ist Reutling. Da muss der Stadtbus gemacht werden. Ich könnte mal vielleicht ein bisschen rausscrollen. So, irgendeine Straße hat da Überfüllung, oder was? Diese hat Überfüllung, steht da. Ja, okay. Dann machen wir da noch eine Pferdekutsche mehr drauf. LKW, Doppelbespannung. Und diesen. Und Fahrplan ist dann... Oh. Stadtbus Reutlingen. Das müsste sein. Starten. Passt. Ja, dann fährt die bestimmt immer voll hier durch die Gegend. Hätte ich so gedacht, ne? Aber ist gar nicht so, hm? Komisch. Nee, da wollte ich nicht. Ich wollte dieses Pferdchen haben. Oder Kutsche. Die beiden packen wir jetzt da übereinander. Gut, haben wir. Reutlingen keine Stadtbus, haben wir. Köthener Straßenmeld Überfüllung, also noch ein Pferdekutsche auf den Stadtbus Hannover. Hier wollen 1200 nach Süden. Diese Linie hat über 2 Grad Verstärkung bekommen. Bremen, hier wollen 90% nach Hannover aus der Hamburger Depot. Also nach Hamburg. Dann müssen wir die Karte nach oben verschieben. Und Hamburg ist da. Machen wir die Karte wieder zu. Gehen wir, warte, weißt du, ich mach mal Shift F2, ne? Dann sieht das ein bisschen schicker aus, wenn die Häuser wieder da sind. So, da brauchen wir einen. Und das ist die Lok. Ah, ich habe sie gar nicht ausgewählt. Da erst und dann da. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und 1. Und das ist HB. Aha. Und H, oder? Wo ist H? H, B. H, 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 B, H. Das ist die Linie wohl, ne? Hamburg-Hannover, ja. Starten wir auch. Zu. Nehmen wir auch mit. Schiebe ich erstmal auch hier unten hin. Erlangen, hier wollen von 1400 gut 1000 nach Frankfurt und noch 150 nach Aschaffenburg. Okay, das heißt, wir müssen wieder da runter. Das war da. Das wird wahrscheinlich dann hier sein, ne? Erlangen-Frankfurt ist das dann. Auch wieder ein Zug. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und 1. Und Aschaffenburg. Oder ist Frankfurt das erste? Frankfurt. Siegenhagen. Tja. Erlangen-Frankfurt ist es. Aha. Erlangen. Nürnberg-Ingolstadt. Erlangen-Würzburg. Aschaffenburg, Frankfurt. Das ist es. Gut, fährt. Haben wir auch. Göttingen hat Hannover, Würzburg gerade einen Zusatz bekommen. Dortmund Kohlezeche. Die wollen nach Hannover. Dortmunder Depot. Warte, ich kann hier durchblättern, ne? Ist nur die Frage, wo ich gerade bin, ne? Kann ich jetzt nicht irgendwo sehen, ne? Muss ich da unten, das ist das Stuttgarter Depot, Hamburger Depot, das müsste das Dortmunder sein. Genau so ist es. Oh, da ist noch der Sonderzug hier, ne? Ja, da müssen wir einen anderen nehmen. Lok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Und die Strecke ist dann...
Stand da, ne? Dortmund, Zeche, Hannover. Die ist es. Passt. Starten. Schließen. Mitnehmen. Fährt da gleich raus irgendwann. Gut, München, hier wollen viele nach Landshut. Dann müssen wir da nochmal wieder die Karte aufmachen, wieder in Süden. Und da müssen wir noch was verändern. In Regensburg hat der Michael geschrieben. Regensburg ist da unten irgendwo. Ist das München? Ne, das ist Rosenheim. Das müsste München sein. Passt. So. Hier gibt es gar kein Depot, dann muss es woanders sein. München, hier wollen viele nach Landshut. Dazu müssen wir in Regensburg noch den Bahnhof verlängern. Regensburg. Ja, müssen wir mal nach Regensburg, ne? Ja, ich glaube, ich gehe mal gerade über die Karte, dann finde ich schneller. Regensburg müsste dann, wenn das München ist. Ist das dann Regensburg? Nein, das ist Landshut. Ist dann Regensburg da oben. Ja, da müssen wir den Bahnhof noch verlängern, schreibt der Michael. Wahrscheinlich Bauwerkzeuge. Was müssen wir denn tun? Dazu müssen wir in Regensburg noch den Bahnsteig verlängern. Wenn ich eine kleine Aufstellung bringe, dann kann die Donau, glaube ich, verkraften. Jetzt aus der Nürnberg noch zur Linienrichtung. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, da muss da hinten noch einer hin. Kleine Aufschüttung. Ich schütte mal so auf. Ja, ist ja auch eine Aufschüttung, ne? Dann passt das. Und die Gleise verlängern. Und einen Bahnsteig hinzaubern. 1, 2, 3. Gott. 2, 3, 4, 5, 6. Passt. Haben wir gemacht. Nürnberger Depot ist wieder gefragt. Okay. Karte auf. Nürnberger Depot. Karte zu. Zug basteln. Passagiere 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und 1. Und dann haben wir München-Regensburg. Wo ist München? München bitte melden. Der ist es. Den können wir dann starten. So, und die Saxonia, schreibt der Michael, können wir dann ausmustern. Warte, wenn ich hier drauf klicke, kriege ich gleich die Linienverwaltung, ne? So, und das ist der. Details. So, ausmustern. Zumachen. Und ja, lassen wir noch offen. So, das haben wir auch. Landshut steht da noch, aber die wollen alle Richtung Stuttgart und das haben wir schon gemacht. Gut, wunderbar. So, Linienverwaltung ist das zu. Würzburg Rathaus haben wir hier. Oh, da hat sich noch nichts geändert, glaube ich. Das sah vorhin auch schon so aus. Was machen unsere Züge? Da ist noch leer. Haben wir hier einen. Oh, voll geladen. Das ist doch schon mal cool, aber der steht irgendwo rum. Achso, da ist eine Ausweiche. Wie lange wartet denn der dann? Oh, das ist aber verdammt lange, dass der da wartet, ne? Und da ist überall eingleisig. Und da kommt der erst entgegen. Ich glaube, wir bauen mal schnellstens hier noch ein Stück irgendwo dran, oder? Da sieht's gerade nicht so dolle aus, aber ich mach's mal hier, ne? Na, vielleicht machen wir es noch ein bisschen länger. So, da muss jetzt erstmal ein Zeichen hin. Das passt. Und dann machen wir da noch eine Verbindung hin. Und dann kann da
auch ein Zeichen hin und dann müsste er eigentlich jetzt weiterfahren können. Aber ob er das macht, ist natürlich noch eine andere Sache, ne? Macht er oder macht er nicht? Er kennt er noch nicht, ne? Ich glaube, wenn man den Fahrplan auf und zu macht, dann geht das weiter, ne? Dann guckt er nochmal so neu seine Linie eigentlich an. Hab ich gedacht, ne? Ja, das ist auch nicht viel weiter gewesen, ne? Ah, da bin ich auch ein Held. Naja, egal. Okay, wird schon werden. Beim nächsten Mal haben wir dann da ein Stück mehr. Okay, das ist aber prima, denke ich mal hier. Mal schon einen mit schwarzen Zahlen. Nee. Da sind 29 drin, da auch nicht. Da auch nicht. Hier die Pferdekutsche, was macht die? Ist das jetzt die neue oder die alte? Gute Frage, ne? Das wird wohl die neue sein, weil die fährt ja richtig miese hier ein. Wir fahren da 6 mit. Was sagt denn unsere Profitstatistik? Naja, sieht nicht so doll aus, ne? Also wird es wohl auch irgendwann anders erst legen, aber das sind Fahrgäste, die dann wiederum zum Bahnhof kommen und dann da vielleicht das Geld bringen. Wollen wir hoffen. Kutschen sind halt ein Minusgeschäft, ne? Da hinten ist noch einer. Da zahlen wir auch drauf. Oh, hier geht Plus. Aber das ist die Saxonia, die schon jahrelang fährt. Okay, das muss noch leer werden. Gut. Nochmal gerade hier die Haltestellen. Wo sind sie? Da sind sie. Filter hat der Michael angemacht. Ach so, hier wollte ich nochmal was gucken. Überfüllt. Keine Verbindung. Was ist denn das? Oh, es gibt sogar keine Verbindung. Aha. Oh, da haben wir einen Bahnhof etwas falsch gebaut. Kann das sein? Das nochmal auf, dann müssen wir das wegreißen. Und das wieder hinreißen, ne? So, hinreißen, das ist auch gut. Da haben wir den Fehler auch korrigiert. Jetzt sollte das hier eigentlich weg sein, ne? Jetzt habe ich das... Was passiert denn hier? Wartet er jetzt wirklich, bis der zweite Zug kommt? Tatsächlich. Okay, dann... Ja, ich glaube, ich lasse mal ein bisschen schneller laufen gerade, oder? Oh, guck mal, da haben wir gerade schon schwarze Zahlen gehabt, ne? Irgendwo anders noch schwarze Zahlen? Nicht wirklich, dieser hier auf jeden Fall. Hat ja auch vollgeladen an Passagieren, sogar 32 Säcke Post. Ja, der macht hier definitiv Plus. Dann können wir das Fenster, denke ich mal, schließen. Das ist Dortmund-Hannover, ne? Genau. Der kann weg. Hier sieht es auch einigermaßen aus. Viele Fahrgäste. Aber manche haben natürlich so eine richtig weite Anfahrt. Ah, hier unten, guck an. Das ist Hamburg-Bremen. Hannover. Der macht auch Plus. Das ist nur die Frage, wann er ankommt. Oder fährt er noch ins Minus? Ja, der fährt gleich wieder ins Minus, oder? Ja. Ach, der fährt gerade oben nach Hamburg. Hat aber gar keine Fahrgäste mit. Oh, oh. Das ist auch so eine Sache dann, ne? Oh, hier haben wir 1700, 1400. Wo fährt er hin? Nach Würzburg. Ist fast da. Und da holt er sich 7000 ab. Hier sind auch schwarze Zahlen. Ah, ich will das sehen. Und er wartet auf irgendeinen anderen Zug. Der fährt voll ins Minus da unten. Das ist jetzt Stuttgart-Landshut, die Strecke. Irgendwas passt da nicht, oder? Ja, da hat es ein Problem gegeben. Dann machen wir mal langsam. Wer will wohin? Das ist die gute Frage, ne? Lupe erstmal an, sonst gibt es da gleich Theater. Fahrplan. Fahren wir gerade nochmal zurück nach Ingolstadt mit dem. Dann fährt der andere. Ja, hier haben wir ein kleines Problem, ne? So, den können wir zumachen. 13.000 plus.
Hier haben wir 3000, der kommt jetzt gleich an. Ist das der Ingolstädter? Das ist der Ingolstädter, okay. Steckt fest. Wo ist das gewesen? Weiß ich jetzt nicht. Müssen wir gleich mal gucken. Ich glaube, der fährt auch plus ein. Der fährt bestimmt auch plus ein. Die fahren dann alle plus ein, außer dieser hier. Das wäre der Hamburger, ne? Den haben wir schon mal runtergenommen, glaube ich. So, jetzt fährt der rein und der raus. Aber wir müssen hier irgendwas umbauen. Irgendwas passt hier nicht so toll, ne? Da müssen wir uns dann mal überlegen, was das sein könnte. Oder wie das sein könnte. Gut. Die fahren jetzt aber alle hier gute Zahlen ein, bis auf der Hamburg-Hannover-Zug. Da müssen wir noch dran überlegen, ob wir das richtig gemacht haben. Jetzt hat er voll, aber den werden wir weiter beobachten müssen. Wer war das? Der steckt in Kassel einer fest, aber das ist vorbei. Ah, hier. Ne, der wartet. Das ist auch okay. Aber da haben wir vielleicht auch eine kleine Schwierigkeit. Sammeln und da so ein bisschen. Okay, der wartet auf den da. Gut, dann müssen wir dann nächstes Mal optimieren. Für die Folge soll es erst wieder reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.